Was passiert denn da hinten? Hallihallo und herzlich willkommen in meiner Schneckenwelt. Heute habe ich mir das Thema für euch rausgesucht: Geschlechtsverkehr bei Schnecken. Auf den ersten Blick sieht es aus, als wenn sie ganz gemütlich kuscheln. Doch es täuscht. Bei Achatschnecken ist der Liebesakt ganz schön brutal. Liebespfeile sind Kalknadeln, mit denen sich manche Schnecken beim Sex gegenseitig aufspießen. Der ganze Liebesakt kann über Stunden gehen. In der Zeit solltet ihr eure Schnecken auch wirklich in Ruhe lassen. Ihr wollt ja auch nicht gestört werden, oder? Bei den nordamerikanischen Bananenschnecken ist das anders. Verkeilen sie sich so sehr aneinander und können sich nicht mehr befreien in dieser Stellung, wird der Penis einfach abgebissen. Manchmal übernimmt es aber auch der Partner und knabbert ihn ab. Sie leben dann nicht mehr als Zwitter weiter, sondern als Weibchen. Schnecken sind beim Sex auch nicht zimperlich. Nun sind sie fertig. Es sieht aus, als wenn sie sich danach noch sauber machen, reinigen, wie auch immer. Auf jeden Fall scheinen sie sehr zufrieden auszusehen. Sie waren morgens um 7:30 in der Gänge bis wirklich abends fast 18 Uhr. Und das ohne Stellungswechsel. Dieses kleine Loch an der Seite, da ist das, wo der Liebespfeil rauskommt. Jetzt haben sie natürlich eingefahren wieder, weil sie fertig sind. Das ist der Liebesakt der Schnecke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hört sich gerade doof an bei so einem Schneckenporno. Aber auch das gehört dazu. Bis bald, ihr Lieben.